Nach so vielen Monaten ist es endlich soweit. Das neue Säuglingsupdate für Die Sims 4 ist erschienen. In diesem Video will ich die neue Altersstufe und das wohl größte Update jemals antesten. Seit Oktober letzten Jahres wissen wir, dass wir eine neue Altersstufe in Die Sims 4 erhalten. Und endlich ist es soweit. Das Säuglingsupdate für Die Sims 4 ist frisch erschienen. Ich erstelle jetzt einfach mal den ersten Säugling jemals in Die Sims 4. Ich klicke jetzt einfach auf diesen Button. Da sind die Säuglinge. Jetzt einfach im Spiel. Ich finde es total, total krass. Wir haben so lange darauf gewartet. Es hat wirklich lang gedauert. Aber jetzt sind sie da. Verschiedene Optionen. Wir können natürlich die Stimme einstellen. Da gibt es jetzt nur eine. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, ganz ehrlich. Wir gehen jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch, hätte ich gesagt. Irgendwie ist sein Gesicht total lustig. Hier so eine ganz kleine Nase. Wir haben bei den Männern haben wir 6 verschiedene Frisuren erhalten. Die seht ihr hier. Hier einmal so ein bisschen mehr Struktur drin quasi. Sieht aus wie so ein kleiner Mini-Afro. Dann haben wir hier so ein paar glatte Haare. Die erinnern mich so ein bisschen an die von den Kleinkindern, finde ich gar nicht schlimm. Die hier haben wir, glaube ich, bereits bei den Kleinkindern. Dann natürlich die obligatorische Glatze. Ist ja ganz am Anfang immer so, da ist zuerst eine Glatze, dann kommen die Haare. Dann haben wir diese Frisur hier erhalten. Die sieht so ein bisschen aus wie die erste, bloß nochmal so ein bisschen gröber, sage ich mal. Natürlich auch die uns altbekannten Farben sind hier mit dabei. Und dann hier die letzte Frisur, auch quasi so ein bisschen weniger Haare. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Jetzt schauen wir doch mal, was es noch für die weiblichen Sims so gibt. Okay, die haben 3 Frisuren extra bekommen. Einmal diese hier gab es, glaube ich, meine ich auch schon bei den Kleinkindern. Ist ja auch nicht schlimm. Dann gibt es noch diese hier, so ein Zopf, der hier so schräg zur Seite geknotet wurde. Finde ich eigentlich auch ganz süß. Er quengelt erstaunlich wenig rum. Ich glaube, das wäre in echt auf jeden Fall anders. Hier hinten mit so einem Mittelscheitel und dann hier 2 kleine Zöpfe, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, ganz ehrlich, die Auswahl ist jetzt nicht so gigantisch groß, aber ich denke, mit den nächsten Packs wird da auf jeden Fall ordentlich was kommen. Und mit dem zusammenwachsenden Erweiterungspack, was am 16. März erscheinen wird, umso mehr. Dieses Pack ist dann natürlich prädestiniert, dadurch, dass es dann ähnlich zu einer ähnlichen Zeit wie die Säuglinge entwickelt wurde, ja, neue Inhalte mit reinzubringen, die dann auch für die Säuglinge interessant sind. Okay, das ist auch spannend. Diese Mütze gehört zum Schick mit Strick Accessoire Pack, also gar nicht mit diesem Update. Finde ich auf jeden Fall echt witzig. Ich bin mal gespannt, ob es das vielleicht noch mit anderen Packs gibt. Also wenn ihr Schick mit Strick habt, bekommt ihr diese Mütze hier. Dann haben wir hier noch diese erhalten, die ist auch total niedlich. Ich glaube, wenn wir jetzt hier alle einzeln zeigen, dann dauert das ganz schön lang. Aber wir gehen jetzt hier mal so ein bisschen durch. Oh, dieser Helm ist irgendwie cool. So einem richtig fetten Gurt hier an der Seite und hier oben so eingedellt. Sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Fahrradhelm. Aber ich glaube, dass Säuglinge noch kein Fahrrad fahren können. Würde ich jetzt einfach mal so dreist unterstellen. Diese Kopfbedeckung ist ganz cool. Dieser Hut hier ist ganz cool. Der hat auf jeden Fall was. Diese Outfits hier kennen wir auch teilweise schon von den Kleinkindern. Wir haben dieses Shirt erhalten, auch in verschiedenen Farben. Ich bilde mir ein, dass das hier komplett neu ist. Das hier hatten wir schon. Das hier hatten wir, meine ich, auch schon. Dieses Oberteil hatten wir bereits. Jetzt wieder meckern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Aber für mich sieht es gerade so ein bisschen so aus, als würde sich dieses Muster bei den Säuglingen hier so leicht ziehen. Es wurde ja für die Kleinkinder entwickelt und irgendwie, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, fällt jetzt nicht so krass auf, aber irgendwie, ja, hätte man jetzt vielleicht einen Ticken besser machen können. Das hier hatten wir auch bereits im Spiel, das kenne ich schon. Da gab es mal ein dezidiertes Update für, mit dem so ein bisschen asiatisch inspirierte Objekte ins Spiel gekommen sind. Der Pulli ist natürlich auch cool hier. Hier mit so kleinen Erdbeeren an der Seite ist echt total niedlich. Wir können hier verschiedene Kombinationen im Spiel auswählen, unter anderem diese hier. Okay, das sieht ganz schön warm aus. Für den Sommer jetzt nicht so gut geeignet. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Aussehen von den Säuglingen findet. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, dass sie irgendwie recht alt aussehen. Ich finde, sie sind halt hier recht nah an den Kleinkindern dran. Nicht so sehr an den Neugeborenen, also man merkt schon, dass sie hier so ein bisschen älter sind. Die Entwickler haben scheinbar gemeint, dass sie so eine Altersstufe von 8 Monaten ungefähr repräsentieren sollen. Das sieht fast aus wie so ein Krankenhaus-Outfit hier so ein bisschen. Dann haben wir diese Kombination hier erhalten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nur mal so ein bisschen stichprobenartig durch. Wir haben hier natürlich verschiedene Windeln.
Huch, irgendwie. Ach so, okay, die Hosen sind hier doch unterschiedlich. Die sahen hier auf dem Vorschaubild irgendwie alle so ähnlich aus. Der Säugling dreht sich jetzt hier auch ebenfalls auf den Bauch, dass man hier die Hose ein bisschen besser sehen kann. Sonst wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Bei der schwarzen Farbkombination ist der Innenbereich irgendwie hier so dunkel. Das ist auch spannend. Ach, scheint auf jeden Fall Absicht zu sein. Für die Säuglinge gibt es ja ebenfalls ein paar Hautdetails. Die gibt es dann auch für neu für erwachsene Sims. Mit der Erweiterung kommen, glaube ich, auch noch so ein paar verschiedene. Ich glaube, gerade wenn man sich in echt nacherstellen will, ist das doch eine sinnvolle Ergänzung. Damit ist es dann noch so ein bisschen detaillierter möglich auf jeden Fall. Leute, ich glaube, ich habe einen sehr schlechten Humor. Das, was ich bei den Sims am liebsten mag, ist, meinen Sims bescheuerte Namen zu geben. Ich finde, Bernhard ist auf jeden Fall irgendwie ein sehr unpassender Name. Den nehmen wir doch einfach mal. Schuhe gibt es mit diesem Update ebenfalls. Die sehen tatsächlich auch so aus, wie welche, die wir schon bei den Kleinkindern hatten. Also hier wurde ein bisschen was recycelt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was so die Community an Custom-Content-Inhalte bald bereithalten wird. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr dazu auch ein Video sehen wollt. Wir haben mit den Säuglingen 6 verschiedene Merkmale erhalten. Einmal gefühlsstark, diese Sims sind sehr emotional und leicht zu beschäftigen. Dafür aber nur schwer zu beruhigen, wenn sie schlechte Laune haben. Ich weiß gar nicht genau, wie ich so als Säugling, als ich noch ein bisschen jünger war, unterwegs war. Ich glaube, die Merkmale sind auf jeden Fall ganz cool. Zappelig, vorsichtig, sonnig, sensibel und ruhig. Ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut, weil ganz ehrlich, so am Anfang, wenn man gerade erst das Licht der Welt erblickt hat, dann hat man noch gar nicht so viele Charakterzüge. Man muss ja noch einiges lernen, deswegen denke ich, das ist hier doch eine recht gute Auswahl, die eigentlich ganz gut passt. Vielleicht sollten wir hier nochmal die Zähnchen anpassen. Es gibt entweder gar keine. Dann haben wir diese Zähne erhalten. Ich glaube, was passt denn hier am ehesten? Ja, ganz ehrlich, nehmen wir einfach mal nur die unterste Zahnreihe. Dann stellen wir jetzt hier mal die Familienbeziehung ein. So, das ist der Sohn. Und damit hätten wir doch unseren kleinen Testhaushalt hier schon mal fertiggestellt. Bis wir hier in der Weltenübersicht San Sequoia sehen, dauert es gar nicht mehr lang. Aber wir müssen uns trotzdem noch ein klitzekleines bisschen gedulden. Da wären wir auch schon. Ich bin mal mit meinen Sims hier nach Mount Komorebi gezogen. Es soll in diesem Video zwar hauptsächlich um die Säuglinge gehen, aber wir schauen uns ganz kurz auch nochmal die neuen Baumodus-Objekte an, die hier mit dazugekommen sind. Wir haben diesen neuen Teppich hier bekommen, auf jeden Fall sehr knufflig. Der kommt auch, wenn man seinen Säugling auf den Boden legt, dann erscheint er ebenfalls immer direkt darunter, dass der Säugling nicht so einen kalten Popo bekommt. Das ist, glaube ich, auch sehr unangenehm. Wir haben diesen neuen Teppich hier bekommen. Also nicht nur Objekte, die wirklich ganz direkt was mit den Säuglingen zu tun haben, wie, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Töpfchen oder so, was die Säuglinge halt einfach brauchen, sondern hier auch so ein bisschen Deko drumrum. Damit der Säugling nicht auf dem Boden schlafen muss, platzieren wir doch direkt mal das neue Kinderbettchen. Ich denke, von den Farben hier, so holzmäßig, ist auf jeden Fall auch ganz gut was dabei. Das heißt, alle, die sich auch beim Kinderbett so ein bisschen um den Stil Gedanken machen, dass es in die Wohnung von den Sims passt, die gehen hier nicht unbedingt leer aus. Wir haben natürlich auch ein bisschen neues Spielzeug bekommen. Einmal das hier, einmal diese Kinderrassel. Wir sehen auch hier unten immer, welche Altersstufe quasi damit spielen kann. Einmal Kinder, Kleinkinder und Säuglinge. Ist also hier, sagen wir mal, Multi-Age. Diese Korbwiege ist ebenfalls neu, auch für die Neugeborenen, die ja ebenfalls mit diesem Update eine größere Überarbeitung erhalten haben. Es gibt noch ein wenig mehr thematisch ganz gut passende Deko. Und zwar diese Windeln hier, die sollten ja auch irgendwie Verwendung finden im Haushalt. Dann gibt es hier noch ein paar weitere Babyutensilien. Es gibt hier so neue Babytücher, also alles irgendwie passend zum Thema. Wir haben auch ein neues Bücherregal bekommen, das ist dieses hier. Insgesamt 29 Objekte sind es im Baumodus, die neu sind. Es gibt die Tage dann auch nochmal ein extra Video, in dem ich alle Neuerungen des Updates vorstelle. Abonniert doch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Auch zur Erweiterung wird es wahrscheinlich das ein oder andere Video geben. Im Live-Modus angekommen würde ich sagen, ihr solltet auf jeden Fall mal reingehen, weil es regnet. Jetzt sehen wir hier auch ebenfalls ein paar neue Interaktionen, die es gibt. Stillen, mit Bernhard reden, Kuckuck spielen, machen wir doch das mal, das klingt total niedlich. Also ganz ehrlich, jetzt so hier würde man, glaube ich, den Unterschied gar nicht so richtig checken, dass es sich hier um kein Kleinkind handelt. Das kam scheinbar nicht ganz so gut an. Ja, okay, ganz ehrlich, wenn ich hier im Regen rumstehen würde, hätte ich auch nach kürzester Zeit keine Lust mehr.
Die Kleinen haben jetzt hier natürlich noch keinen Job, ist ja auch logisch. Aber trotzdem können wir mit dem Säugling interagieren. Wir können jetzt nicht wirklich hier irgendwas auswählen, sondern es heißt hier dann quasi gebadet werden von. Hier sehen wir dann ebenfalls auch nochmal das neu arrangierte Sozialmenü. Wir haben jetzt hier nämlich verschiedene Kategorien, Zuwendungen. Wir können den Säugling knuddeln, ihn trösten, also alles, was man hier irgendwie so erwartet, in Arm wippen. Jetzt müssen wir doch hier mal so ein paar kleine süße Animationen noch ausprobieren. Ich habe ja schon im Entwickler-Livestream gesehen, dass die Essensanimationen so niedlich sind. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Bernhard helfen, erste Babynahrung zu probieren. Jetzt haben wir hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier sogar Eis, Kürbispüree, selbstgemachter Hummus, Süßkartoffelpüree. Ist natürlich hier alles noch recht weich, dass man das auch ohne Zähne irgendwie runterbekommt. Die Hälfte davon würde mich jetzt persönlich nicht ganz so anmachen. Aber ich bin hier ja in diesem Kontextmenü auch nicht die Zielgruppe. Was auch ganz spannend ist, man sieht hier steht nie probiert. Bei den Säuglingen ist es nämlich so, dass nicht jedem Säugling alles schmeckt. Das ist ein bisschen anders als bei den Kleinkindern. Das heißt, ihr müsst erstmal so ein bisschen ausprobieren, okay, welche Nahrung mag der Säugling, was kann er gar nicht haben. Ich glaube, so zerquetschte Zitrone würde mir jetzt auch nicht so gut schmecken. Deswegen ist es so ein bisschen wie in echt. Da kommt auch schon das Flugzeug. Diese Animationen sind jetzt schon so süß. Ah, okay, das war wohl erfolgreich. Scheint gar nicht mal so schlecht anzukommen, der Brei. Oh, okay, die Textbox sagt was anderes. Oh nein, Bernhard mag Reisbrei nicht. Nächstes Mal solltest du besser etwas anderes ausprobieren. Oh mein Gott. Ihh, das sieht so eklig aus. Wie in echt einfach, ja. Und, wie sieht's aus? Ah, okay. Schauen wir mal, was die Textbox sagt. Nee, okay, das kam gar nicht gut an. Wütend. So, er ist jetzt hier wütend. Falsche Verdächtigung. Pfui, Bernhard hat das Essen gar nicht geschmeckt. Was für ein Betrug. Ich glaube, du bist ein bisschen zickig. Schauen wir doch mal weiter. Was könnte denn gut ankommen? Wir werden jetzt hier im Laufe dieses Videos noch das perfekte Nahrungsmittel finden. Ja, wie sieht's hiermit aus? Wie spannend! Bernhard liebt Möhrenstampf. Es macht immer Spaß, eine neue Konsistenz und einen leckeren Geschmack zu entdecken. So, du wirst jetzt hier aber auch gerade ganz schön gemästet, fällt mir gerade auf. So viel Brei. Ja, Spaß ist bei dir ganz unten. Hunger überraschenderweise ganz oben. Wer hätte damit rechnen können? Ich glaube, was wir jetzt nochmal machen, wir versuchen dich jetzt mal zu baden. So, zack, ab in die Wanne mit dir. Und er sitzt jetzt hier auch in dieser kleinen Vorrichtung. Die passt natürlich perfekt. Ich habe keine Ahnung, ob das bei den Kleinkindern auch so abläuft oder ob die Animationen da irgendwie anders sind. Oh, es ist so niedlich, wirklich. Also was man ja mal sagen muss, die Animationen in The Sims 4 werden manchmal mit Packs recycelt. Aber wenn es mal neue gibt, sind die wirklich total niedlich. So, trösten, ja, es ist ja gut, du hast nicht so viel Spaß. Das verstehe ich ja auch, deswegen könnte ich ja jetzt hier mal so ein bisschen mit dem Spielzeug spielen lassen. Mal schauen, wie das so klappt. Ich glaube, das sollte doch für dein Spaßlevel hier irgendwie ganz gut funktionieren. Da wird auf jeden Fall fleißig gespielt. Der kleine Fratz hier. Scheint auf jeden Fall Spaß zu machen. Das neue Spielzeug hat auch eigene Soundeffekte. Ich glaube, dieses Spielzeug jetzt nicht unbedingt, aber bei den anderen macht es auf jeden Fall Sinn. Das ist ja hier so eine kleine Rassel. Da sollten dann Rasselgeräusche kommen. Okay, du hast hier, glaube ich, gerade andere Pläne. Aber jetzt sehen wir zumindest auch mal die Bettanimation. So, man kann übrigens, für alle, die es noch nicht wussten, ebenfalls das Bett upgraden und entweder das Mobile hinzufügen. Man kann quasi dieses Bett auch in ein Kleinkinderbett verwandeln, dass das Kind dann mitwächst. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Ja, okay. Oh, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Babygeschrei unendlich anstrengend. Ja, gut, dass du jetzt wieder damit aufgehört hast, sonst hätte ich hier direkt einen Anfall bekommen. Ach schön, wir können hier unseren Eltern auch direkt ganz viel Arbeit machen, dann benutzt doch einfach mal die Windel. Ja, okay, das klang doch erfolgreich. Ich finde es auch gut, dass das Hygienelevel dabei jetzt nicht unbedingt runtergeht. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es nicht in echt so, dass man mit 8 Monaten noch gar nicht krabbeln kann unbedingt? Was haben wir denn hier noch so? Herumtollen, hinlegen, in die Haie gehen, von Franziska gefüttert werden. Genau, hier können wir jetzt auch die Fütterpräferenzen einstellen. Das ist ebenfalls neu. Es geht jetzt auch bei den Neugeborenen. Wir können auswählen, ob mit der Flasche oder besser bei normal an der Brust gestillt werden soll. Okay, jetzt reicht's. Will ins Bett. Ich glaube, das war ein eindeutiges Zeichen. Ey, wirklich, ihr glaubt nicht, wie sehr mich das jetzt schon stresst, diesen kleinen Fratz hier beim Heulen zuzuhören. Das ist total schrecklich.
Oh, okay, das war ebenfalls eine der neuen Animationen. Total niedlich. Aber ich glaube, der Tag war recht ereignisreich. Die Sims sind ja gerade erst eingezogen. Auch vielleicht ganz interessant. Die Säuglinge haben jetzt noch keine Fähigkeiten, ist aber, denke ich, auch irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, was kann man denn, wenn man irgendwie gerade erst geschlüpft ist? Da kann man eigentlich noch nicht so viel. Das passt dann auch ganz gut. Ja, möchtest du nicht jetzt einfach schlafen gehen? Du machst mich fertig, ey. Und ich würde sagen, mit diesem Gute-Nacht-Kuss war es das auch für dieses erste Video. Wir müssen nicht länger warten. Die Säuglinge sind ab sofort für die Sims 4 downloadbar. Auch wichtig zu erwähnen, wenn ihr Mods im Spiel habt, entfernt sie unbedingt, bevor ihr dann wirklich ins Spiel geht. Ganz wichtig zu erwähnen. Ich habe zwar gerade keine Mods im Spiel, aber ich habe schon gehört, dass die Mods sehr viel mit diesem riesigen Update zerschießen. Achtet da auf jeden Fall drauf. Wie findet ihr denn die Säuglinge? Seid ihr zufrieden? Werdet ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr mit den jüngeren Sims spielen, was ich ja persönlich gar nicht so viel mache? Hört gerne auch in die letzte Folge von Sim gehört rein. Da habe ich mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de über das neue Zusammenwachsen Erweiterungspack und die Säuglinge gesprochen. Schaut auf jeden Fall gerne in der Beschreibung vorbei, wenn euch das interessiert. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder. Oh nein, Bergheim.